Arabella sagt, ich habe Verehrer, die meine Familie retten könnten, aber ich möchte selbst entscheiden. Ich will den Mann, den ich auf der Straße gesehen habe. Er muss zu dieser Frau. Und das erlöst ihn beinahe. Umso schlimmer dann der Absturz, wenn er meint, er sei der Gehörnte, was er? Mein Kind, was soll das heißen? Aber nichts mag. Ha, willkommen, du hast wieder erkannt. Du packst, wir fahren mit dem ersten Zug nach Haus. Die Familie ist total verrückt, aber es ist eben dann auch eine ganz moderne Familie, weil jeder geht so seinen Weg. Die Oper Arabella, genauer die lyrische Komödie in drei Aufzügen, ist eines der gemeinsamen Werke des Komponisten Richard Strauss und des Schriftstellers und Librettisten Hugo von Hofmannsthal, die schon mit dem Rosenkavalier und Ariadne auf Naxos große Erfolge gefeiert hatten. Es war ihre letzte gemeinsame Arbeit. Hofmannsthal starb 4 Jahre vor der Uraufführung des Werks, die am 1. Juli 1933 an der Semperoper in Dresden stattfand. Die Orchestrierung bei Strauss ist unglaublich abwechslungsreich, vielschichtig und fantasievoll. Sie basiert natürlich auf Wagner, aber Strauss hat sie weiterentwickelt und komplexer gestaltet. Die Stärke dieser Oper liegt vor allem in der Kraft der Gefühle, die darin zum Ausdruck kommen. Mit Arabella endete notgedrungen die Zusammenarbeit von Strauss und Hofmannsthal. Als Hommage an seinen Librettisten wollte Strauss nicht allein über Kürzungen oder Änderungen entscheiden. Er hat in Musik umgesetzt, was Hofmannsthal hinterlassen hatte. Arabella wurde bisher nur einmal hier aufgeführt, 1981, an der alten Pariser Oper. Es war Zeit für eine Neuinszenierung. Die damalige Produktion wurde ausgemustert, wir mussten also völlig neu produzieren. Für die Rolle der Arabella kommt zurzeit vor allem die großartige René Fleming in Frage. In Paris hat sie vor einigen Jahren zwar die Feldmarschallin gesungen, aber noch nie die Arabella. Die Produktion wird jetzt ins Repertoire aufgenommen. Schon als ich Anfang 20 war, sagte mir jemand, ich würde eine großartige Feldmarschallin sein. Zu Beginn meiner Karriere eiferten alle den Idolen Maria Callas, Joan Sutherland, Beverly Sills und Montserrat Caballé nach, also italienische Oper. Ich wollte eine Soubrette sein, eine Sopranistin. Richard Strauss, du lieber Himmel. Dann habe ich in Deutschland studiert, eine großartige Ausbildung erhalten und die Sprache gelernt. Ohne Deutschkenntnisse könnte ich dieses Repertoire nicht singen. Es wäre zu anspruchsvoll. Also ich bin die Mutter von Arabella und von Stenka. Ich habe 2 Töchter und eine Tochter liebe ich sehr, das ist Arabella. Und die andere Tochter liebe ich nicht so sehr, das ist Stenka. Und sie muss sich verkleiden als Junge, weil wir Geld sparen müssen. Und ich bin ein bisschen sauer auf meinen Mann, weil er ein Spieler ist und das ganze Geld verspielt, das ich gerne hätte für eine schöne Coiffure und ein bisschen Pelz und Schmuck, weil ich bin doch eine Gräfin. Und ich versuche, das Geld, das wir haben, ein bisschen zu verstecken. Count
Graf Waldner ist dem Glücksspiel verfallen und hat das Vermögen der Familie durchgebracht. Sie wohnen jetzt im Hotel und stehen wegen unbezahlter Rechnungen kurz vor dem Rauswurf. Die Gräfin lässt sich die Karten legen, um herauszufinden, welcher Verehrer ihrer Tochter die Familie vor dem Ruin retten kann. Sie sagt, sie möchte die Karten lesen, aber das glaubt man eigentlich nicht so sehr, weil sie weiß schon alles. Sie weiß, was sie möchte. Sie möchte, dass Arabella sich verheiratet. Das ist wichtig, weil die brauchen jetzt jemand, der Geld in die Familie bringt, weil wir sind sehr bankrott. Arabella ist eher amüsiert über die Situation, mit der ihre Mutter sie konfrontiert. Sie soll sich für einen der Freier, Elemer, Dominique und Lamoral, entscheiden. Drei Wiener Adlige und alle in der Lage, die Familienkasse zu füllen. Am selben Abend weist sie die Avancen des romantischen jungen Soldaten Matteo zurück. Den sähe sie gern als Mann ihrer jüngeren Schwester Stenka, die ihn heimlich liebt. René Fleming hat 5 Kostüme für die Arabella. Zunächst wählt der Regisseur einen Kostümbildner. Dieser legt verschiedene Skizzen vor, die uns dann als Grundlage für erste Kostümentwürfe an Schneiderpuppen dienen. Ist der Kostümbildner mit der Form einverstanden, schneiden wir den Stoff für die Anprobe mit den Solisten zu. Da ist nur ein Druckknopf dran. Ja, sehr einfach. Zuerst die Handschuhe. Ich habe genug Zeit. Und dann ja, nimm ruhig den Schal ganz ruhig ab. Aha, aha. Und dann den Drucker. Und dann den Drucker. Okay, das fängt so an. Na? Gut. Bravi! Bei dieser Aufführung finden die Anproben mit den Solisten erst sehr spät statt, am Tag vor der Hauptklavierprobe, zu der alle kostümiert erscheinen. Dabei müssen wir noch viele Änderungen vornehmen, vor allem, weil wir es mit Sängern zu tun haben. Bei denen spielt ja die Atmung eine wichtige Rolle. Manche Solisten ertragen es nicht, wenn das Kostüm sie einengt. Andere dagegen werden gern gestützt. Auf jeden Fall müssen wir immer anpassen. Wenn man sich in der Kleidung von jemand viel Jüngerem im Spiegel sieht, fängt man fast an zu hüpfen. In einer Robe bewegt man sich ganz anders. Graf Waldner erzählt seiner Frau, er hätte im Zuge seiner Suche nach einem geeigneten Bräutigam für Arabella einem reichen Freund aus Kroatien ein Foto von Arabella geschickt. Dann erscheint dessen Neffe, Mandrika, und erklärt, sein Onkel sei verstorben und an seiner Stadt habe er das Bild erhalten. Er verliebt sich sofort in die junge Frau und kommt nach Wien, um deren Vater um ihre Hand zu bitten. In dieser überraschenden Entwicklung sieht Graf Waldner die Lösung seiner Probleme. Noch am selben Abend will er auf dem Fiakerball Arabella mit Mandrika bekannt machen. Die gesanglichen Anforderungen an den Mandrika sehr, sehr hoch sind. Also um es so ein bisschen plakativ zu sagen, man muss 2
Strömungen vereinigen. Einen Wotan und einen Liederabend. Aber von dieser Mantrika hat wirklich diese Ausbrüche sofort im ersten Akt und dann im zweiten Akt, bevor es zu diesem unglaublich schönen Liebesduett kommt und du sollst mein Gebieter sein, davor muss er also wirklich alles abrufen, was er hat. An Kraft, Lautstärke auch gegen ein großes Orchester. Die Musik zu Mandrikas Part hat eindeutig folkloristische Einflüsse. So wie auch beim Danilo in der Lustigen Witwe, wo slawische Melodien einfließen. Die Musik ist stark von Hörnern und Bläsern geprägt und erinnert ein wenig an den Baron Ochs im Rosenkavalier, ist allerdings wesentlich galanter und hat eine provinzielle und eine exotische Note. Provincial et exotique. Im zweiten Akt überschlägt sich die Handlung geradezu. Und es kommt der Moment, in dem Arabellas Probleme und Sorgen verständlich werden. Denn sie ist durchaus nicht nur sympathisch. Sie spielt mit den Männern, genießt die schönen Stunden, kann andere geringschätzig behandeln. Und zu Stenka ist sie auch nicht immer nett. Aber musikalisch verleiht ihr Strauss ein sehr sympathisches Wesen. Und Hofmannsthal zeigt in dieser Szene, warum sie so ist. Der erste Akt schließt mit einer wunderbaren Solo-Arie, die Arabellas Gemütsverfassung zum Ausdruck bringt. Ein typisches Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Strauss und Hofmannsthal. Es wird oft gesagt, dass Strauss und Hofmannsthal gemeinsam diese perfekten und faszinierenden Frauengestalten geschaffen haben. Sie sind viel interessanter als die meisten Opernheldinnen. Die sind meist zu eindimensional angelegt. Wir sind im Perückenatelier, das seit der Eröffnung der Opera Bastille besteht. Hier wird nur mit Echthaar gearbeitet, denn das lässt sich färben, bleichen und in Dauerwellen legen. Vor allem altert es nicht und kann problemlos 20 oder 30 Jahre lang verwendet werden. Die Perücken werden in Handarbeit geknüpft, Haar für Haar. Wenn ein Kostüm- oder Bühnenbildner mit Skizzen kommt, besprechen wir den Stil der Perücke, in welche Epoche sie passen soll, und kriegen eine Vorstellung von der Inszenierung. Was wir dann fertigen, ist gewissermaßen unser Erbe an spätere Generationen. Für Frau Fleming hatten wir eigentlich zwei Perücken gemacht. Aber im letzten Moment hat sich herausgestellt, dass die Kostümwechsel zu schnell waren, um die Perücke zu tauschen. Sie wird also nur eine Perücke tragen und beim Umziehen wird schnell ein Dreiviertel-Haarteil angesteckt. Das Publikum denkt, dass die Perücke gewechselt wurde, denn mit dem längeren Haar hat die Frisur mehr schick und wirkt festlicher. In dieser Arabella-Inszenierung hat Frau Fleming 7 Doppelgängerinnen. Und auf Wunsch der Bühnenbildnerin sollten die Statistinnen ebenfalls blond sein und das Haar locker tragen. Kostüme, Haarfarbe und Form der Frisur sollten nicht gerade identisch sein, aber im gleichen Stil, damit das Ganze einheitlich wirkt. Es ist wirklich sehr spannend, diese Gegensätze. Er kommt als reicher, aber nicht, glaube ich, nicht arroganter, jüngerer Mensch in diese wirklich dekadente, ein bisschen verkommene Stadt, in diese Gesellschaft, wo alles nur Schein ist, alles bröckelt wie an den Wänden der Kulisse.
und fühlt sich nicht sehr wohl, auch in seinem Anzug nicht und irgendwie ist es alles so und trifft aber oder ist geleitet von diesem, was ist, glaube ich, auch aus dem Leben gegriffen, bei mir ging es auch so. Auf dem Fiakerball begegnen sich Arabella und der von ihrem Vater auserkorene Mandrika. Er ist natürlich der geheimnisvolle Unbekannte, den sie vom Fenster aus gesehen hat. Sie verlieben sich auf den ersten Blick. Mandrika erklärt, dass in seinem Dorf die jungen Mädchen dem auserwählten Freier als Symbol für ihre Verbindung und Heirat ein Glas Wasser darbieten. Das ist nicht einfach ein Liebesduett, sondern hat schon religiöse Dimensionen. Die beiden singen eine Art gemeinsamen Choral. Man spürt die Macht des Schicksals, das sie eines Tages zusammenführen musste. Und jetzt sind sie gefangen in diesem wahrhaft magischen Augenblick der Liebe. Strauss' Erstaufführungen an der Pariser Oper sind seit jeher stark werkabhängig. Einige seiner Opern wurden schon früh unter Strauss' persönlicher Leitung aufgeführt, so etwa 1910 die Salome, die erst 1905 uraufgeführt worden war. Andere wurden in Paris bis heute nicht gespielt. Seit ihrer Gründung im 17. Jahrhundert war die damalige Königliche Musikakademie und heutige Pariser Oper an einem guten Dutzend unterschiedlicher Spielstätten untergebracht, die jedoch alle im Zentrum von Paris lagen. Zunächst im Palais Royal, dann in den Tuilerien. Im 19. Jahrhundert zog sie in die Salle Pelletier in der Rue Pelletier um. 1875 wurde der von Napoleon III. In Auftrag gegebene Palais Garnier eröffnet. Und ein gutes Jahrhundert später, 1989, die von François Mitterrand initiierte Opéra Bastille. Fast jeder Regisseur, der an die Opéra Bastille kommt, ist von der Größe des Bauwerks beeindruckt. Um sich ein Bild von den Dimensionen zu machen, sollte man sich den Zuschauerraum ansehen und dabei im Auge behalten, dass er lediglich 5% des gesamten Gebäudes ausmacht. Als Regieassistent war ich ab Probenbeginn an der Aufführung beteiligt. Wir hatten ein Modell und ein Pflichtenheft bekommen, in dem steht, was an der Pariser Oper machbar ist und was nicht. Das Bühnenbild besteht aus einem in der Mitte feststehenden Kern und einem äußeren Ring, der im und gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden kann. Auf diesem bewegen sich die für jede Szene benötigten Möbel wie Zeiger auf einer Uhr. Sie kommen durch insgesamt 14 Türen. 12 von ihnen können von Technikern dort oben mit einem Handrad geöffnet werden. In die eine oder in die andere Richtung. Das Ganze ist abgestimmt auf die Musik und ihren Rhythmus. Das System wurde von dem Regisseur und Bühnenbildner Marco Morelli entworfen und funktioniert reibungslos. Très intelligemment pour que ça fonctionne, évidemment. Die Fiakermeli ist eine authentische Figur mit echtem Lokalkolorit. Sie war nicht nur eine bekannte Volkssängerin, sondern auch eine vielbegehrte Prostituierte.
Arabella besucht diesen Ball mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist sie die glamouröse Ballkönigin. Aber da ist ja auch noch diese leicht anrüchige Seite, dass eben ihre Familie ruiniert ist. Sie bewegt sich sozusagen zwischen zwei Welten. Stenker steckt Matteo einen Schlüssel zu, angeblich im Auftrag Arabellas. Mandrika hört dieses Gespräch mit und führt wütend einen Skandal auf, denn er glaubt, Arabella werde ihm bereits 10 Minuten nach der Verlobung untreu. Sie hat jetzt keine Zeit für zärtliche Unterschrift. Im dritten Akt kehrt Arabella allein ins Hotel zurück, von der Schlüsselintrige nichts ahnend. Bei ihrer Ankunft wird sie von Matteo überrascht. Der war in der Dunkelheit auf Stenkers List hereingefallen und nimmt an, Arabella habe sich ihm hingegeben. Die Verwirrung ist komplett. Auch Mandrika kehrt ins Hotel zurück, um das Durcheinander zu klären. Und zwar mit Arabellas Eltern, die nicht verstehen, warum er so außer sich ist. Er droht damit, die Verlobung mit Arabella zu lösen und Wien zu verlassen. Schließlich gibt sich Stenka als Mädchen zu erkennen. Sie kommt herein und sagt, sie wolle in die Donau springen. Und dann wird sie mit Matteo verheiratet. Ich liebe Arabella und dieses Spiel zwischen Komik und Tragik. Es gibt nicht viele Opern dieser Art. Es ist ein wundervolles Werk. Mir gefällt, dass hier alles in der Schwebe ist. Die Musik, auch das Bühnenbild. Alles ist unsicher. Arabella will das Richtige im Leben. Das Sichere, die Stetigkeit. Sie geht und kommt wieder zurück. Einfach wunderbar. Den Charakter des Mandrika darzustellen gar nicht so schwer, in Anführungszeichen. Weil ich habe gemerkt, leider, auch einige Parallelen zu meinem eigenen Charakter. Ich glaube, Männer, nur Männer können so reagieren wie Mandrika. Frauen würden nie so reagieren, so blind vor Eifersucht. Und das ist das Schöne an dieser Rolle, dass sie wirklich mitten aus dem Leben gegriffen ist. Arabella weiß, wer sie ist und was sie will, auch wenn sie unglücklich ist. Wenn sie zweifelt und es Probleme gibt, fragt sie niemanden um Rat. Sie findet die Antworten in sich selbst. Dann ist auf einmal alles vergessen und vergeben. Arabella, die in ihr Zimmer geflüchtet war, um eine Entscheidung zu treffen, kommt die Treppe herunter und bietet Mandrika das besagte Glas Wasser an.
Das Schlussduett ist eigentlich weniger ein Duett als ein Dialog zwischen den beiden. Das ist ungewöhnlich, denn man würde erwarten, dass sie am Ende gemeinsam singen, etwa wie im Rosenkavalier. Aber ich denke, sie sehen sich auf einer anderen Ebene. Ihr Verhältnis ist reifer. Hier stehen sich nicht zwei Verliebte gegenüber, sondern zwei Persönlichkeiten, die sagen: Ich hatte mein Leben, du das deine. Wir verzeihen uns alles und machen einen gemeinsamen Neuanfang.